Neben mir steht Sebastian Rich, der heute seinen Titel gegen Nicolas Penzer verloren hat und sein Trainer Michael Rüdiger. Ja, Sebastian, war ein sehr, sehr kurzer Kampf. Hast du durch Armbar verloren? Mach mal eine Analyse, wie ist dazu gekommen? Wie ist dazu gekommen? Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich auf den Clinch eingelassen. Ich wollte den Abstand zu Nicolas halten. Habe es dann im Kampf wahrscheinlich vergessen. Bin auf den Clinch eingegangen, habe den Takedown bekommen. Und dann hat er aus der Guard gearbeitet und hat sein Ding durchgezogen. Ja, also Nicolas Penzer ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Grappler, der ja auch alle seine MMA-Siege durch Armbar oder Rear Naked Choke gemacht hat. Meinst du, warst da einfach jemand overcommitted oder einfach, dass du ihn hinterhergegangen bist oder was? Ich habe den Gameplan nicht mehr im Kopf gehabt, also ich konnte mich nicht mehr dran halten. Was soll ich sagen, also ich wollte den Abstand halten, wollte ihn oben knallen, wollte schön kämpfen, wollte einen schönen Kampf zeigen, bin dann in den Clinch gegangen, Thai-Box-Krankheit wahrscheinlich, normalerweise liege ich da auch gut bei, aber hat aus dem Clinch sein Ding gemacht da, ne? Hat er gut gemacht. Ja, Michael, wie analysierst du das von außen? Ja, ich denke mal, alle werden sicherlich sagen, ja gut, typischer Striker-Grappler-Kampf. Wir wussten natürlich, dass er ihn zu Boden bringen will. Jetzt hat Sebastian ihn zu Boden gebracht, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und wir haben ihn eigentlich, was er als typischer BJJ-Mann, der konnte aus der Guard arbeiten. Und wir haben die letzten Wochen einfach nur daran gearbeitet, die Hüfte zu kontrollieren. Und das ist ja eigentlich ein adäquates Mittel, um so einen guten BJJ-Mann eigentlich gut zu bearbeiten. Ja? Wie Sebastian schon gesagt hat, er hat einmal kurz ausgeschaltet, ist in den Clinch gegangen, sollte er nicht tun. Aber nichtsdestotrotz, Nicola hat sauber gearbeitet, wir wissen, dass er ein guter Mann ist und wir hätten gerne ja, die Sache mit dem Sieg und erneute Titelverteidigung beendet, aber leider ist es jetzt so gekommen. Sebastian, ich habe auch gehört von mir, es gibt jetzt Neuigkeiten bei dir, dass du jetzt noch mehr grappeln wirst, also beim Sascha Wiczurek, du wirst jetzt in der DGL starten, ist das wahr? Ich starte in der DGL. Also du wirst jetzt noch mehr grappeln, noch mehr am Boden machen. Wie gesagt, ich bin Thai-Boxer, jeder weiß, dass ich aus dem Thai-Boxen komme und dass ich am Boden arbeiten muss und ich denke mal, dass die DGL wirklich die perfekte Fläche für. Und Michael, ich habe noch ein anderes Gerücht gehört, dass du mit noch mehr Grapplern, der Sebastian, trainieren möchte. Möchtest du dazu mal was sagen oder ist das noch zu früh? Ah, ich kann es eigentlich raushauen. Ich habe gestern mit Sebastian, waren wir auf FIBO, haben Armin vom Typhoon getroffen. Und wir haben uns jetzt eigentlich so, oder sind so verblieben, dass wir jetzt die nächsten Monate, die nächsten 4, 5 Monate immer zu ihm hinfahren werden, jedes Wochenende. Und dort ihn dann ganz rund am Boden machen werden. Was dann noch dazu kommt, ist, es ist auch noch eine neue News, wir werden dann auf 77 Kilo runtergehen in Zukunft. Sebastian wird in Zukunft nur noch 77 Kilo kämpfen und dann werden wir das Feld von hinten aufrollen und wir werden uns einen neuen Titel holen, definitiv. Also, du meinst den Armin Eslami von Typhoon Luther Liefre und auf 77 geht's jetzt runter, ja? Geh ich runter. Das wird passen. Also habt ihr euch ja viel, viel vorgenommen. Und gibt's noch irgendwie einen anderen Ausblick? Habt ihr noch irgendwas, was ihr machen wollt jetzt demnächst? Weil wir haben ja gesehen, auch in den Countdown-Videos, die Art, wie du trainierst, das war ja irgendwie so Back to the Roots mäßig. Ist das auch so dein Ding gewesen? Das ist mein Stil, so trainiere ich. Also nicht mit den neuesten Hightech-Gimmicks, sondern ja, wie du schon sagst, ne, von den Wurzeln an. Treppen rauf, Treppen runter, das ist mein Ding. Das hat auch so ein bisschen an Fedor erinnert, ne? Ja, haben mir viele gesagt, ja. Fedor ist ein gutes Vorbild, wirklich. Also ich habe mir seine Videos angeschaut und der Typ ist Hammer. Okay, heute diese Niederlage, die natürlich jetzt irgendwie schmerzhaft ist, aber das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man jetzt, wie wir schon hören von euch beiden, ihr seid ja schon die Weichen am Stellen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert, ja, Michael? Ja, da stand auch schon vor dem Kampf, das ist jetzt also keine Notlösung oder eine Hauruck-Aktion. Für uns stand das ganz klar fest, auch unsere Sponsoren, die wir Gott sei Dank jetzt auch an Land ziehen konnten, stand von vornherein klar, dass wir auf 77 Kilo runtergehen. Er sollte es heute nochmal mit Erfolg beenden, aber unser Ziel ist ganz klar 77 Kilo, das stand schon vor dem Kampf und vor der Veranstaltung fest. Also du wärst jetzt auch runtergegangen, wenn du den Titel behalten hättest, ja? Richtig.
Definitiv. Definitiv, ja. Ja. Sebastian, hast du zum Abschluss noch irgendwas zu sagen, deinen Fans, deinen Freunden? Ja, es tut mir leid, dass es nicht länger gegangen ist. So, ich hätte euch gerne ein bisschen mehr gezeigt, hätte gerne einen schönen Standkampf gezeigt und dass über ein paar mehr Runden gegangen wäre. Also ich bin taxofit gewesen, ich habe Gas gegeben, die Vorbereitung war super. Meine Sponsoren wie Phantom haben mich gut unterstützt. Olymp Germany, Bernd Schabau, der Chef von Olymp Germany, Koray Akbiek, mein Ernährungsexperte, der hat mich top vorbereitet. Also alles war top, ich war super drauf. Es hat alles gepasst, nur eine Sekunde geschlafen. Ja, und das ist MMA, ne? Ich wurde top getaped, ja, von Michael Liberty. Es sitzt alles super, ein super Taper. Dankeschön. Aber wie du schon sagst, das ist eine Sekunde, das ist MMA, ja, ne? Das ist MMA. Das macht den Sport so interessant und so schön. Michael, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas sagen deinen Freunden? Ja, auf alle Fälle wieder die Teams, die mitgekommen sind. Unser Team vom Free Fight Team Bremen, die Leute, die uns wirklich wahnsinnig unterstützt haben, die wieder Geld, Zeit, wie ich es immer sage, investiert haben und Sebastian sauber wirklich nach vorne gepusht haben. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge und ich freue mich schon auf die Zukunft. Wir werden auf alle Fälle fett und gestärkt wiederkommen. Danke. Jetzt mache ich mal was ganz Ungewöhnliches und möchte mal den Oliver Lehnhardt hervorheben. Ne? Der hat sich ja die Schulter komplett geschrottet und ist trotzdem heute hingekommen. Kannst du mal sowas sagen, Michael? Ja, also so einen dämlichen Trainingsunfall wie dieser gibt es eigentlich nur einmal. Also alle Bänder sind durch, die man nur durchhaben kann. Gott sei Dank ist kein Knochen zersplittert, also wird operiert demnächst. Und ich bin froh, dass er überhaupt sich hier, das zeigt ja auch den Teamspirit, den wir hier haben, der ist hier mit Schmerzen hergekommen, hat die Fahne hochgehalten, obwohl er eigentlich operiert werden musste. Und ich kann nur sagen, Olli ist stellvertretend für alle, die wir hier haben. Michael, der sich den Arsch aufgerissen hat, Kati, die Freundin, alle, die hier sind. Ich kann gar nicht genug erwähnen. Ich weiß, wir vergessen einige Namen, aber das Team ist einfach fett. Und er ist einer von vielen. Und da gibt es keinen Vorwurf zu heben. Also ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein. Ja, möchte mich recht herzlich bei euch bedanken, Sebastian. Alles Gute für die Zukunft. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Markus. Hey, danke für das Interview. Danke, dass alle da waren, dass ihr mich angefeuert habt. Danke an die OGs, dass sie so zahlreich da waren. Vielen Dank. Danke an mein Team, an meine Familie. Olymp Germany, an Phantom, super. Bankroll King, Hellfish, toll. An euch hat es nicht gelegen. Und vielen herzlichen Dank, Michael, dass ihr die Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke euch.